So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3, ja, und meiner ultimativen Aufnahmesession. Ich habe jetzt echt extrem viel schon aufgenommen und wir sind jetzt hier auf der Südinsel. Hier sehen wir die Nordinsel und wir sollen jetzt dahinter gehen. Was ist das? Ah, Snipey, Snipey und noch ein Sniper. Das heißt, stellen wir uns mit der Sniper entgegen, oder? Tja, ihr habt keine Chance. Ne? Scheiße, das Tier ist jetzt auch frei. Und ich schieße natürlich auch daneben. Tja, ich würde mal sagen, hier ist was explodiert. Was? Jetzt müssen wir jetzt ganz dahinter erstmal marschieren. Oh man! Ich wollte doch jetzt... Ja, Leiche plündern. Aha. Okay. Dann gehen wir jetzt mal in die... Keine Ahnung. Thurston Bar. Schaut mal, ach, unser Leben ist jetzt echt mal zu viel. Oh, der fällt sich ja mal geile Laster. Hm. Profi. Profi am Werk. Na, jetzt werden wir da wahrscheinlich auch gleich dermaßen abgeknallt. Deswegen rausche ich da jetzt mal nicht voll rein. Thurston Town. Thurston Town ist eine Hochburg der Söldner. Wenn Männer sich tief in der Nacht einsam fühlen, kann man sie vermutlich dabei beobachten, wie sie Dubstep aus ihren Ghetto-Blasern hören. Schließlich hören nur schlechte Menschen Dubstep. Ah, na, na, na. Freunde, das ist jetzt aber nicht wahr, gell? Ich glaube, das ist auch mehr ironisch, weil wenn sie in einem Spiel Dubstep bringen vom Feinsten, würde ich jetzt mal nicht behaupten. Aha. Da sind diese gelben Männer, die wir getötet haben. Klasse, warum wird hier die Waffe weggesteckt? Machst du uns nix? Was bist denn du? Gelber Mann. Gelb trägt nur die Müllabfuhr. Nein, Spaß. Crazy Cock. Verrückter Schwanz. So in der Crazy Cock Banner. So. Den Crazy Cock gibt's. Verrückte Schwanz. Ist das cool. Ich habe jetzt hier irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn ich jetzt hier reinlaufe. Schau mal einfach mal rein. Hi. Trink dich, hast du recht. Hey. Hey. Bier? Ja. Ich suche einen Freund, einen Söldner, namens Sam. Ich kenne hier nur einen Sam. Hinten läuft eigentlich immer ein Pokerspiel. Meistens sind es heute Söldner. Vielleicht solltest du versuchen, dich da einladen zu lassen. Wollen wir nach versuchen, einen Punkt? Check ich nicht. Hey, die Alte kippt sich hier dermaßen weg. Wo gehst du hin? Na, was glaubst du? Poker spielen. Das wird nichts, wenn du dir den Buy-in nicht leisten kannst. Ist das genug? Na gut, du bist drin. Okay. Spiel Poker mit Sam. Hallo, guten Abend. Kann ich eine Runde mitzocken? Willkommen im Spiel, Frischling. Setz dich. Roll.
Mhm. Eins ist Gesamtgewinne zeigen. Karl und Jason, okay. Okay, ach, ich muss mich hier selber umsehen. Hand ansehen. Ich calle. Bube und 8. Anheben, absinken mit W. Muss ich das jetzt machen? All in mit 5. Check, Enter. Ich drücke jetzt einfach mal Fold. Ich checke. Ich checke. Board ansehen. Gepasst. König. Ich checke. Ich check mal. Da kann ich auch mitspielen? Ach, ich hab aufgeben. Ich checke. Checke. Scheiße. Tja, verloren. Komm zu Papa. Sehr genial animiert. Ich kann Poker absolut null. Und vielleicht bei Red Dead Redemption Schutz sehen. Schauen wir mal auf unsere Hand. 10 und Bube ist wahrscheinlich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich weiß es zwar nicht, aber egal. Das Spiel langweilt mich. Ich steige aus. Jetzt schon? Soll ich lieber weiterspielen, Karl? Sollen wir den Einsatz erhöhen? Nein, nein, Sam. Ich sag ja nur. Gut. Ich bin dann auch fertig. Keine Rückzahlung. Na okay, dann haben wir wohl einen Sam gefunden, ne? Das ist dieser Glatzkopf. Folge Sam in die Gasse. Okay. Für wen arbeitest du? Willis schickt mich. Wie geht's ihm? Ich mache mir Sorgen um ihn. Hab schon seit Jahren nichts gehört. Ihm geht's gut, glaube ich. Los! Los! Durchgeknallter Vogel. Aha, wohin ist der? Wo ist der hin? Erfolg 3 blinde Mäuse. Sprich mit Herc. Doppelgänger, finde Sam und frage ihn nach Hoyt. Das können wir aber... Oh, 3000 XP bekommen für sowas Cooles und einen Fähigkeitspunkt erhalten. Ja, supi Sache hier. Supi. Supi-dupi. Körperpanzer. Und Adrenalinwelle. Teilweise geleerte Gesundheitsfelder regenerieren sich 100% schneller. Handbuch. Hoyt-Söldner. Das ist die Geschichte von Hoyt-Söldnern, Auftragskillern mit einem Herz aus Blei. Manche waren bei der Armee, manche nicht. Und alle wollen sie das große Geld, das ihnen dein Tod bringt. Sie sind die wahren Herrscher der Insel und ich habe die Geschichte jetzt schon satt. Okay, das sind die Leute in Gelb, oder wie? Die gehören zu Hoyt. 8 neue Waffen stehen zum Kauf zur Verfügung. Juhu! Toll! Schön! 8 neue Karten sind auch noch verfügbar. Ach, schön. Gibt's hier einen Shop? Poker spielen? Ja. Ach, Arschlecken. Schnellreise. Hi. Restricted Area. Da können wir noch schön Waffen kaufen. Und Poker wird hier auch gespielt. Feine Sache, feine Sache. Gut. Dann. Oh Gott, oh Gott. Haben wir erstmal was zu verkaufen, bestimmt. $12. Ach, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Eine Faustwaffe gibt es eine neue. Und zwar die D50. Vergleichen mal mit der Magnum.
Okay, also das heißt jetzt, bei der ist die Genauigkeit des Schaden aber geringer, oder wie? Nee. Wartet mal. Ah, der Schaden ist extrem hoch. Da bei der Magnus aber die Reichweite und die Genauigkeit größer, okay. MPs. Einmal die BZ-19. Okay, sieht cool aus. Und die Vector 45 ACP. Eine Vector, die haben wir ja schon. Moderne Waffe, die haben extrem hohe Schussfrequenz, ohne lästigen, bla bla bla. Ja, das ist Hammer, ja schon. Schussfrequenz extrem hoch. Okay, BZ-19. Schutzfinde gibt es noch die Spast. Spaß 12. Kennt jeder? Ein Sturmgewehr. Ah ja, ein neues Sturmgewehr. Ja, das war doch dieses Rotzgewehr, was wir bei, wo man was getötet haben, getragen haben, glaube ich. Okay. Hey, Sturmgewehr. Ach, da gibt's noch mehr. Da unten ist noch eine, die ACE. ACE. ACE-Trink. Aha, die sieht mal lustig aus. Auch Scharfschützengewehr gibt's auch neues. Die Z. Okay. Kein Gewehr fügt über größere Distanz auf eine größere Durchschlagskraft als dieses Biest mit Kaliber 50 mit einfacher worden. Wenn du damit irgendwas triffst, ist es tot. Okay, Schaden. Schauen wir mal, merken wir uns mal hier ungefähr. Wartet mal, hier. Ich lasse meine Maus dort. Aha, die AMR ist trotzdem besser. Wir haben schon die scheiß besten Waffen. Das ist kacke. LMG. Das MG verfügt über eine enorme Schussfrequenz und ist besonders gut dazu geeignet, möglichst viel Blei in möglichst kurzer Zeit zu verschießen. Okay. Karten. Jetzt gibt's hier die neuesten, alle Karten. Und sonst gibt's hier nichts mehr. Pistole. Was haben wir jetzt dabei? Wir haben die Schrotflinte. Nee, Spaß braucht man nicht unbedingt. Was haben wir jetzt dabei? Die Vector haben wir dabei, die AMR. Dieses MG, ich würde sagen mal das Sturmgewehr, die Atze, die kaufen wir mal. Und zwar für die MG hier mal anpassen noch. Rotpunktvisier. Und ein erweitertes Magazin. Und dann pinseln wir das Gerät natürlich noch an. Streifen sieht gut aus. Nehmen wir die Streifen. Jetzt haben wir eh nur noch $500. Also das passt, glaube ich, soweit. MP haben wir ja die Vector schon. Und wartet mal, die BZ. Sieht nicht so spannend aus. Hat halt voll den geringen Schaden. Wartet mal, die normale Vector hat so viel Schaden. Und wie viel hat dann unsere? Wo ist denn dann unsere drin? Ist sie bei Spezielles? Nee. Einzigartige Waffen. Ach, Schredder heißt die. Nicht Vector. Ja, die heißt Schredder und nicht Vector. Scheiße, sorry, war mein Fehler. Gut, jetzt haben wir noch 500. Das heißt... Komm, Objekte in Base Town. ACE. Das Ace, ich sag jetzt Ace, ist ein israelitisches Sturmgewehr, das von vielen als verbesserte AK-47 beschrieben wird. Denn wenn man tötet oder kitschige Redewendungen hören will, während man Bagels isst, wendet man sich an die Israelis. Als die neueste Version des Ace in Massenproduktion ging, hat ein örtlicher Warlord ein paar Hände geschmiert, sodass eine kleine Menge davon direkt nach Rook Island verschifft wurde. Okay. Dann schauen wir uns die Waffe mal an. Das ist sie. Okay. Die Insel sieht aber irgendwie cool aus. Boah. Die ist stark. So, aber ich würde sagen, wir machen heute extrem früh Schluss und im nächsten Part gehen wir wieder rüber auf die Insel. Und machen dann das. Das halte ich für am sinnvollsten. Und bis dahin, wie immer, wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Fleschi. Tschüss.